Was macht er denn? Völlig von allen guten Geistern verlassen. Er muss natürlich König G2 machen. Was soll denn das? Oh, ein Gegner. Wow. Lion 2006, 45. Okay. Unbelievable. Mit G6. So, was ist das hier für ein Schabernack? Das sieht nicht so verkehrt aus für mich. E6. Ah, bringe meinen Läufer raus. Dame D6. Turm auf die offene Linie. Halboffene Linie. Dame D2 hätte ich auch mal direkt machen können. Naja, kann noch kommen. Springer D4. Dame D2. Droht Läufer F4. Oh. Direkt da reingelaufen, ne? Tja. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Den schönen Läufer wollte ich eigentlich nicht abgeben. Dame D2. Das war. Ja, davor einen Zug vorher. Wäre es gut gewesen, aber jetzt war es nicht mehr so gut. Okay. Weiter geht's. Wie sieht es eigentlich mit TBGs Kurs aus? Der kommt zu Black Friday. Ja, das haben wir nochmal nach hinten geschoben, haben wir was vertauscht. Der kommt zu Black Friday. Genau, Traffy Law, das ist die, genau. Überlegt ihr jetzt F6 zu machen, oder was? Dann kann ich Springer E6 machen, ist okay. Oh, jetzt nimmt er sich ein bisschen Zeit. Ja, nicht so offensichtlich, was dein nächster Zug ist. Mein nächster Zug ist wahrscheinlich Dame E7. F6, okay. Hat er berechnet. Aber gut. So schlimm ist das nicht und er hat auch seinen König jetzt geschwächt. Ja, wahrscheinlich ungefähr ausgeglichen. Um was geht's beim TBG-Kurs? Ist ein komplettes erstens E4-Repertoire. Er macht hier einen auf Desperado kann ich auch. Ich kann auch den Desperado machen. So, jetzt muss er schlagen, das droht hier. Zack. Dame E2, vielleicht mal hier G4 oder H5 oder so. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. G3. Ich habe schon hier den Trick im Blick. Den Trick im Blick mit Turm C7. Aber warum mache ich nicht Dame C4? Ja, weil ich auf den Trick gehen wollte, ne? Ja. Ich wollte auf den Trick gehen. So. Und jetzt. Ja, Safety first. Wieder zurück. Und jetzt mal anhebeln hier. Läufer G6. Okay, ich muss einfach nur meine bessere Zeit über die Zeit bringen.
Das ist alles. Ich würde gerne mal die Läufer tauschen. Läufer getauscht. So. Jetzt kommen wir doch rein. Jetzt kommen wir doch rein in die gute Stube. Schach, Schach. Okay, mal wieder eine Partie gewonnen. Haut er direkt ab. Haut er direkt ab. Und jetzt müssen wir wieder suchen. Ach, jetzt spielen wir wieder gegen diesen Lion. Na gut. Okay. 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 Was ist das denn jetzt? Er spielt so komisch in der Eröffnung. Damit muss ich erstmal klarkommen. Das ist jetzt quasi, fühlt sich ein bisschen an wie wie C3 Sizilianer mit umgekehrten Farben, hatte ich so zumindest für einen Moment das Gefühl. Aber Turm C4 kann er schlagen. Will ich das? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich das will. Na wohl, vielleicht will ich es auch nicht. Ja, Turm B1. Na, den jetzt dachte ich so. Und jetzt kommt er nicht auf die Linie und hier stelle ich den Springer rein. Ah, aber Läufer D6, Turm D8. Ja, gut, hatte ich auch nicht gesehen. Aber das geht. Aber gut, er kann natürlich so machen, dann Turm D4. Ja, Mist. Mist, Mist, Mist. Na gut, dann Springer C6. Ja, Moment mal. Alles gut. Ah, dann kann er auf E4 nehmen und dann F5. Ja, das passt. Und jetzt ist der Läufer hier in der Fesselung. Er kommt auch nicht mehr raus, ne? Oder? F6. König ranbringen. Das war's. Aber nein. Ich hätte F5 machen müssen, vielleicht. Ah, jetzt hat er noch F3. Und dann mache ich F5. Okay. Er muss F3 machen. Eindeutig der einzige Zug. Aber dann F5. Aber dann G4, dann G6. Ich weiß nicht, worum er hier. Warum er überhaupt überlegt. Ich hätte direkt F5 machen sollen. Anyway. Ah, aber G4, G6. Ah, er kann hier schlagen, schlagen, Turm G5 spielen. Ah. Ah, es ist doof. Aber ich kann hier schlagen und Springer E7 spielen. Aber dann hat er Turm E5. Ah ja, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ist eigentlich auch noch ein ziemlich gutes Turm ins Spiel hier. Aber ja, könnte schon vorbei sein eigentlich.
kann es eigentlich auch nicht sein, ne? So passiv. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Ich habe hier nichts durchgerechnet, das klappt auch einfach nicht. Was macht er denn? Völlig von allen guten Geistern verlassen. Er muss natürlich König G2 machen. Was soll denn das? Eieiei. Ja, komm, zock weiter. Ja, haut wieder ab, ist klar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.